Wir werden am 14.8. zwischen 19 Uhr und 21 Uhr allen Schlesiern und allen Gästen in der Gästeinformation in Schlesien zur Verfügung stehen und die Tickets vorab verkaufen. Offizieller Vorverkauf, bitte ganz wichtig, ist der 16.8. Die Kultur den Menschen nahe zu bringen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das, glaube ich, haben wir jetzt auch mit diesem Vorverkauf, wo halt Veranstaltungen gibt, die gerne schnell ausverkauft sind. Das wissen wir, manche Karten sind, da wird aufgemacht und dann sind sie weg. Das ist einfach auch wichtig, dass man da unsere Einheimischen ein bisschen unterstützt und bedenkt. Das ist immer ein Thema eigentlich bei allen bei den meisten Kulturherbstveranstaltungen, auch in den letzten Jahren, dass es Künstler sind, die irgendwo Bezug haben zu Schliersee oder Freunde sind von hier, Familie Polt und Ähnlichen, die hier einfach tätig sind. Und das macht sehr viel Freude. Also wir sind jetzt nicht so sehr, dass wir Agenturen beauftragen, die uns Künstler beschaffen. Also dazu gibt es zu viele und wir wollen eigentlich immer auch Schliersee herausstellen und das ist uns sehr wichtig. Wir haben begonnen, im letzten Jahr Figuren im Kurpark auszustellen, von zwei Steinfiguren von Tobel, der sehr bekannt ist, nicht nur im Landkreis, sondern auch in Argentinien wird er verehrt wie ein Bildhauer-Star. Wir haben ihn letztes Jahr ja mit einer großen Ausstellung auch geehrt. Wir haben den Georg Brinkis, das ist ein Neuhauser Künstler, Bildhauer mit seinen beiden Holzstelen. Und jetzt eben auch den Stefan von Reiswitz, den holen wir in die Komposition mit ein. Und dann kommt noch was sehr Spannendes, dass Otto Wesendonks Helios wieder in den Kurpark kommt. Und das Schöne ist, er wird bleiben. Und das ist damit eine ganz große Säule in unserem neuen Konzept, dass wir einen Skulpturengarten im Schlierseer im Landkreis haben. Thank you.